Hallo und willkommen zurück zu World of Warcraft Legion. Und wir sind hier in unserem persönlichen Quartier, weil wir hier die Herz des Lichts Quest starten wollen. Genau, also das Herz des Lichts wird als Behältnis für Illidan Stormrages Wiedergeburt dienen. Dies ist mein letzter Dienst für das Licht. Aber Illidan ist tot und seine Seele im Nether verschollen. Bevor wir es wagen können, seine Seele zurückkehren zu lassen, müssen wir das Behältnis auf seine Rückkehr vorbereiten. Die Echos von Illidans Vergangenheit lassen sich in zwei Welten finden. Ihr müsst euch auf die Suche nach den Echos begeben. Fangt dort an, wo alles Leben beginnt, Yudarion. Bei der Geburt. Findet Illidans Geburtsort in Val Shaerar. Lasst die Erinnerung aufleben. Ja. Mach mal. Wie auch immer. Also so. Wirklich reisen. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Gleifvogel, den es hier oben gibt. Ich war gerade nicht sicher, ob es ihn gibt. Ja. Get Gavin or get going. Wir wollen bitte hier hin. Ja, ich habe ein bisschen Geld ausgegeben, beziehungsweise Ordensressourcen, und unseren Helm mal auf 8,30 abgegradet. Ich dachte mir, joa, warum nicht? Könnte sich vielleicht lohnen. Meisterschaft 42%. Fancy. Moment, was heißt eigentlich Prozent? In dem Fall. Wie viel Prozent der Verstärkungen wo drin sitzen, oder? Ergibt das 500? 50, 90, 2, 3, 5. Ja, das sind genau 100%. Ich hab Lebensraub. Ich hab Lebensraub. Sachen, die ich nicht wusste. Also ich wusste, dass ich immer mal wieder Leben herstelle, aber dass ich Lebensraub habe, wusste ich nicht. What the? What jokes to spread so many acorns in Lunafil? I realize this task is of the humble variety, but. Could you relocate some of those squirrels and crack a few nuts while you're at it? Das ist eine Weltquest übrigens. An ancient memory stirs. When you are prepared, call to me and together we will uncover a piece of Illidan's past. Werden wir definitiv machen. Gleich machen, aber erstmal müssen wir diese Weltquest machen. Ich meine, wenn wir schon ja sind, ja, dann können wir das auch schnell machen. Nee, wo ist sie? Da ist sie. Was gibt's eigentlich? 100 Gold? Ja, das ist doch ganz nett. Okay, ich habe, glaube ich, die Anzahl der Eichhörnchen, die ich fangen muss, komplett unterschätzt. Brauchen wir noch 7 Stück. Da war gerade eins. Dürfte trotzdem eine der schnelleren Weltquests sein. Und Jo, mach mal gleich. Oh Gott. When you are prepared. Call to me, and together we will uncover a piece of Illidan's past. Wie oft will die mir das noch mitteilen? Ja, ich weiß jedes Mal, wenn ich reinlaufe. Das heißt, ich darf nicht reinlaufen. Eichhörnchen, ich brauche noch 4, glaube ich. Ja, 4. Ja, wo ist denn das liebe Eichhörnchen? Böse Eichhörnchen. Das muss ich Ihnen ja nicht mitteilen. 3 noch. Okay, jetzt irgendwie versuchen hier nicht durchzulaufen. Nein! So, das hab wohl ich gekriegt, bitte. Danke und noch eins. Sehr schön. That squirrel invasion was nuts. Get it? Aha. Gut.
Dann wollen wir mal. Praise to the goddess. She has blessed us this night with new life. The birth of not one, but two healthy males. Two? The Stormrage twins. Beautiful, nearly identical, except for... That one, his eyes are golden. Indeed. The child is destined for a great and prosperous future. His name is Illidan. Yay! Illidan's was a life full of potential. His destiny forged in the Great Ordering and cast to the cosmic winds, where at last it would find a home on Azeroth. Within the tiny vessel, the great cycle began anew. Ja. Jetzt? Ah, abgeben. Ja, es müsste trotzdem schneller sein, so. Außer wir teleportieren uns jetzt irgendwo anders hin. Nee, passt. Interessant, da steht, in welche Richtung das Ding ist. Mit anderen Worten, wo das Gebiet in der Welt wirklich ist. Na egal. Wir wollen abgeben. Genau. Also wir haben die Geburt jetzt mitgekriegt. Ich vermute mal, jetzt sehen wir noch den Tod. Oder so. Wer sagt eigentlich, dass er tot ist? Er wurde doch nur entführt, oder? Ein vielversprechender Start in ein tragisches Leben. Vielleicht einer der wenigen freudvollen Momente in Illidans Leben. Aber obwohl die darauffolgenden Jahre eine Herausforderung für das Kind der Prophezeiung darstellten, ließ es sich nie unterkriegen. Daran solltet ihr immer denken, unabhängig von dem, was ihr auf unserer Reise sehen werdet. Es gibt noch viel zu tun, aber ich bin noch nicht bereit. Ich werde euch rufen, wenn es soweit ist. Offensichtlich ist es ja soweit. Viele seiner prägendsten Jahre hat Illidan zusammen mit seinem Zwillingsbruder Malfurion in Val'Shara verbracht. Als junge Nachtelfen buhlten beide Zwillingsbrüder um die Gunst der jungen Priesterin Tyrande und stellten sich deshalb den Prüfungen des Halbgotts Cenarius. Wir müssen jetzt zum Hain der Träume reisen, denn dort entscheidet sich Illidans wahrer Weg. Okay. Lass mich raten, ich darf da wieder hin. Ist das wieder da unten? Nein. Diesmal ist es eher da drüben. Hier so. Da ist sozusagen. An ancient memory stirs. When you are prepared. Call to me, and together we will uncover a piece of Illidan's past. Illidan, your anger is misplaced. I have not insulted you. You have cast me out, Cenarius. No, you may remain here, but I will no longer be your teacher. If you wish to continue studying the wilds, you may do so with your brother. So I must learn from a novice instead of a master? You must learn respect. Malfurion will become the first druid because he is a dedicated student. You are not. To walk this path requires sacrifice, Illidan. Something you have yet to understand. Brother.
Ja. You have known such failure and rejection. Most would have given up, but Illidan would continue on, guided by the unseen hand of fate. His destiny lay elsewhere. Ja, das kann man wohl so sagen. Und ja, dass er Opferbereitschaft, ich glaube, das hat er gelernt. Irgendwas sagt mir das, dass er das gelernt hat. Gut, dann geben wir auch das mal wieder ab. Das geht ja gerade richtig fix. Schauen wir mal, ob die nächste Quest auch direkt hier weitergeht oder ob es ihnen wieder was Neues einfällt. Fehlschlag, Zurückweisung. Von diesem Tag an war dies Illidans Begleiter. Aber unverdrossen gab er sich weiter auf der Suche nach seinem Schicksal und es tat sich ein weiterer Weg auf. Jahre später, als bereits der Krieg der Ahnen tobte und die brennende Legion diese Welt bedrängte, machte Illidan die Bekanntschaft von Kurtalos Rabenkrone, einem großen militärischen Anführer. Und auch er erkannte das Potenzial von Illidan und machte ihn schließlich zum Hauptmann der Mondwache, einer mächtigen Gruppe von Nachtelfenzauberern. Wir müssen Zeuge dieser Erinnerungen in der Rabenwehr an der Westküste von Val'Shara werden. Okay, Moment, was? 100? Wie viel? 74 Gold. Okay. Wo genau? Da unten, okay. Ich würde sagen, da... Das sieht gerade interessant aus. Dann nehmen wir den direkten Weg. Beziehungsweise funktioniert das? Vielleicht doch lieber von der Seite. Ich habe übrigens auch noch ein paar Weltquests. Das zum Beispiel. Grauschatten getötet. Schauen wir mal. Wenn da gerade wer ist, werden wir das machen. Wenn nicht, ach nee. Weil ich im Kampf bin, kann ich nicht mehr über Wasser laufen. So. Ha. Ein Part, den ich verpasst habe, ist natürlich, dass ich hier auch noch hoch muss. Ich hätte mich doch mit... Moment. Ich habe ja was Cooles. Das da. Ich muss nur außerhalb des Kampfes kommen. Dann kann ich mich ja zum nächsten Ding teleportieren. Genau. Da war was. So. Darf ich jetzt? So. Genau. Also. Pfeifen. Und der holt mich jetzt tatsächlich ab. Das ist ja cool. Und dann sind wir hier. Perfekt. Genau, da wollte ich hin. So, wie ging das jetzt hoch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wo ging es denn da hoch? War das hier? Irgendwo hier ging es hoch, aber ich weiß nicht mehr genau wie. Ging es da über die Treppe rüber? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, man ist irgendwie von hinten hingekommen, oder? Schauen wir mal schnell. Vielleicht kann man nämlich doch da rein. Ja, Wölfe müsste ich sogar umhauen. The wardens are now few in number, yet justice must not rest, friend. Aid us in dispatching this foul creature. Show the people of this land that the wardens remain ever vigilant. Mach ich. Ich muss nur gerade erstmal rausfinden, wo ich überhaupt hin muss. An ancient memory stirs. When you are prepared, call to me
And together we will uncover a piece of Illidan's past. Rookscar! Send these devils back to their dark masters! For Ashara! For Kalimdor! Sire, the Legion's disruption of our long-range teleportation network has made travel challenging. Better late than never, eh, lad? Those of us that still draw breath fight on. Are you prepped? Sire, behind you! Another Fel'mar has opened! Moonguard, focus your energies into me! We shall show these monsters the power of the Arcane! What manner of Fel'spawn have these devils set upon us? Mother Moon, help us all! We require rest, Master. Well done, Illidan. But the battle has only begun. The Legion has slain half of our forces and scattered the rest across the grounds. What you see here is all that remains of the Rookscard protecting the Hold. To make matters worse, that monstrosity in the arena will burn the Hold from the inside out if it is not stopped. Take your Moonguard and rid Black Rook Hold of this demonic invasion. You are our last hope, Illidan. Do what you must. Should Black Rook Hold fall, all of Suramar will fall with it. I will not fail you, my lord. It took nearly all of our energy to conjure that protective barrier. If I push these Moonguard any harder, they will die. If I can repair that deactivated portal, I will have the reinforcements I require. And a font of power to refresh my energy. Dann machen wir das doch mal. Excellent. The power radiating from the portal will energize me, so long as I remain nearby. I must remember to return to these portals whenever I am fatigued. At your command, Captain. I am ready, Lord Ravencrest. Lower the portcullis! Lower the gate and brace yourselves! Glaive throwers at the ready! Okay, wir sollen irgendwen töten. Run, little Ravencrest, run! There may still be time for you to flee and live out your final miserable days cowering in a tree somewhere. Das ist ziemlich lustig. Wir kommandieren nämlich im Prinzip die komplette Armee. Und wir sagen Attacke da. Ravencrest just sent a pup to face me. I will teach you to respect your betters, child. Ich habe irgendwie keine Fähigkeiten. Das ist etwas irritierend. Das ist sehr irritierend. Bin ich nicht gewohnt. Aber wird sich wahrscheinlich noch ändern. You dare to defy the burning legion? Kneel before the unmatched power of Fel! The Fel magic is too strong. I could try and siphon energy from my Moonguard and use it to unleash devastation upon this demon. But my mages will die too. Alas, what choice exists? If I fail, Suramar falls tomorrow, and with it my beloved Taronda. I must act now. Okay, also, heilt alle 0,1 Sekunden 5 und 10 zieht. Okay. Forgive me for what I do. Master. You killed your own soldiers? You crazed fool. You've sealed your own fate! So, wir können jetzt Sturmgrimm einsetzen. Right,
but you wield it clumsily. Let me show you what destruction a master's touch can bring. Bam! Hey, das ist richtig lustig. Hui! The pup has fangs. Captain Stormrage has given us a fighting chance. Secure the rampart, Rooksguard. Advance! Wir könnten jetzt hier einmal kurz zurückkehren und in diesem Portal etwas Mana sammeln vermutlich und leben. Gucken wir mal. Ne, nur leben. Ah, Mana haben wir also von den Leuten gekriegt. Okay, und wir könnten das Ding jetzt noch zweimal einsetzen. Thousands more. It appears as if the demon armies are coming from the portal in the courtyard below. I'll need to destroy it if we're to survive. But I'll need help from my moon guard. At your command, Captain. Was soll ich machen? Die Mondwachen irgendwas soll man zerstören. Ich vermute, wir sollen hier einfach mal lang. There is no end to them. Okay. Schau mal, ob ich hier durchkomme, ohne nochmal meine Leute umzuhauen. Dauert zwar vielleicht ein bisschen länger, aber es interessiert mich jetzt. Let's see what you're made of, tiny thing. For each demon I kill, two more take its place. Das sind viele. Das sind echt viele. Sollen wir es doch mal einsetzen? Komm, mach mal einmal. Bam! Die heilt sich, das ist doch unfair. Okay. Dann schnell weiter, bevor die hier respawnen. Tun sie eh aber. I must find a way to close that gateway. I am nearly out of energy. I need to find a portal to rest at. Siphon the essence of my moon guard. Okay, dann gehen wir mal. Wobei, ich habe 50% Leben. Was willst du eigentlich? Jetzt sagen wir, machen das jetzt so. Wir rennen hier einmal durch. Bis da unten. Wir haben ja noch Leben. Bis dahin. Und wenn jetzt hier alle da sind. Sind noch nicht alle da. Nehmen wir den hier und töten die alle. Ha! Das sah gar nicht so schlecht aus. Jetzt sollte ich wahrscheinlich das hier machen. Oh. War wohl etwas übertrieben. Okay. Sorry. Ja, ich hatte gehofft, dass es so funktioniert. Ich glaube... Ja, es hilft nichts. Ich werde das hier öfter benutzen müssen. Damit ich mehr Mana wieder bekomme. Kriege ich hier eigentlich Mana wieder? Nicht wirklich, oder? Ist eigentlich schade. Da fuck what now? Wie viele sind denn das jetzt schon wieder?
end this. I must. I am nearly out of energy. I need to find a portal to rest at. Siphon the essence of my moon guard. Macht das denn? Ja, okay. Wenn, also wenn ich die nehme, da kriege ich Mana und Leben. Okay. Jetzt habe ich tatsächlich wieder volles Mana. Okay. Das heißt, ich kann hier einmal meinen Jump machen. Und alles umhauen. Okay, was habe ich jetzt? Kriegsfalke. Ah, und ich kriege neue Akrolyten. Okay. Spieler dringt zurück, während er senkt mit. Ah, okay. Mit anderen Worten, Boom kann ich jetzt machen. Ja, okay. Komm. Hau mal so um. Geht ja nicht anders. Ist ja die Idee von dem Ding hier. Dass wir sozusagen pseudo-böse sind. Von daher. Death will not be in vain. You walk down a dark path, Illidan. There's no turning back from this. So, wie viel habe ich denn jetzt mittlerweile? 12. Das heißt, Schaden ist um wie viel? 600% erhöht. Okay, krass. Nächstes Portal, okay. There are too many demons. Do I go too far? No. I must remain focused. The future of my people lies in my hands. Na okay, kann ich noch nicht, weil. Na komm. So, genau. Nehmt ihr die mal ab, dann kann ich das Portal aktivieren. Ich sagte Portal aktivieren, nicht getötet werden. Ja, da ist eine. Okay. There is no end to them. So, jetzt kann ich aber, denke ich. Genau. Okay. Und jetzt? An island portal is being protected by an Eridar known as Balladur. Conventional spells are useless against it. I'll have to call down the fury of the cosmos to destroy the portal. Then it will be just me and the demon. Okay, ich vermute mal, ich muss das hier einsetzen. Mother Moon, take me! Damit ich mehr Fähigkeiten bekomme. Genau, Zorn des Kosmos, okay. Damit kann ich nämlich jetzt das Portal zerstören. Okay. Mage Hunter in all the cosmos. You stand no chance, little elf. Hunt this. Den können wir auch wieder brutzeln. Oh, das Ding macht Spaß. There is no end to them. Wie, Moment, Schatten aber? Nee. Ist nicht. Never have I felt such power, such agony. Illidan has taken the courtyard. Rook's guard, advance. Ja, mach mal gleich. Ich möchte davor kurz wissen, was hier für eine Quest ist.
nachdem jetzt hier wieder Platz ist. Beziehungsweise Ruhe ist. Hail, Soldier. Diese Teufelsbrut nimmt einfach kein Ende. Ich kann sie nicht schnell genug niedermähen, um den Schreckenslord im Mausoleum zu erlangen. Meister Illidan, werdet ihr mich begleiten, damit wir Lothros gemeinsam zur Strecke bringen? Klar. Safe travels. Wohin denn? Hier lang? The battle is joined, Master Illidan. Dann brutzeln wir mal wieder. Bam! Das Ding macht echt Spaß. Gut, wir haben es geschafft, aber ich fürchte, ohne euch hätten wir diesen Ansturm nicht überstanden. Roxigar, der Rot ist auf der Brücke im Bedrängnis. Ich bin mir sicher, dass er uns niemals um Hilfe bitten würde, aber ich glaube, er könnte jetzt etwas Unterstützung vertragen. Wenn ihr entscheidet, unserem Verbündeten zu Hilfe zu eilen, würde ich euch gerne begleiten. Okay. Wenn man mir sagt, wie? Ich finde es übrigens interessant, dass es hier eine Nebenquest gibt. Okay. Na komm, greif den an. Und den. Genau, geht doch. Jarrod, bist du noch da? Hoffe doch. Bin ich? Na komm schon. Danke, Jarrod. Wenigstens einer kann mal zuhauen. So, und jetzt muss ich... Wohin? Hier hin. This fight isn't fair. You need to send more reinforcements against me, demons. Weise Krieger heißen alle Verbündeten willkommen. Ich kämpfe mit der Kraft eines Orks. Was für ein... Oh, schick. Was für ein glorreicher Kampf. Und wenn ich mich nicht täusche, wird es gleich noch etwas tödlicher. Die Legion setzt nämlich gern solche Schlachtvieh ein, um den Weg für größere Gegner freizumachen. Meine Axt ist scharf und bereit. Bezwingt Malvingoroth. Auch genannt That Guy. Darf ich ihn jetzt umhauen? Oder muss ich noch warten? Ja, das einzige Problem, das ich gerade habe, ist, ich habe tatsächlich keine Special-Fähigkeiten mehr. Und die beiden glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich umhauen kann und oder auch will. Warte mal, wo willst du hauen? Nee, da ist... Oh, komm, okay. Au. So, umgehauen, perfekt. War auch knapp. Die Geister ehren uns mit einem Tag voller glorreich... Bleibst du stehen? Ich schulde euch meinen Respekt, Illidan Stormrage. Ich werde euch gerne in jede Schlacht folgen. Wir nehmen... Anscheinend den Finger. Und wir nehmen mal den Finger. 867! Nee, Schmarrn. Das war die Ausdauer, nicht der Gegenstandsstufe. Upsi. Wir nehmen trotzdem das Ding. Oh, verheerend überragend. Perfekt. Und wir haben Gegenstandsstufe 805 erreicht. Auch schön. Gut, dann gehen wir mal hier wieder runter. Zu dem Portal hier und regenerieren uns eine Runde.
Und dann wollen wir darunter. Okay. Ich vermute mal hier rein. We will join the battle in the arena. Captain Stormrage, lead the charge. I have to jump into the arena to destroy that monstrosity. Mother Moon, give me strength. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich das benutze? Keine gültigen Ziele, okay. Dann hüpfe ich mal. Habe ich jetzt welche? It's tearing us apart. The hold cannot take much more. I've thrown everything I have at this creature to no avail. I must ask for the aid of my dream god one final time. Are we no better than the monsters we fight? Okay, was habe ich jetzt? Kollabierender Stern. Okay, das klingt lustig. Ich weiß noch nicht, wo ich hingucken muss. Ah, hier, in der Mitte. Okay. What have you done? You've killed them all, Illidan. What would you have me do, Kertalos? Simper and nod to our new legion overlords as they turn our world to ash? There is always a choice. We could have... We could have what? You are blind, Ravencrest. You are all blind. This was one invasion. They nearly killed everyone here and took Suramar. The best any of you can do is criticize my methods. My mages died saving our world. What have you given? What have you sacrificed? You're a damned fool, Ravencrest. No matter. I've learned all I can from you. We will never defeat the Legion so long as cowards hold the reins. Farewell, and good luck. Perhaps you may fare better begging them for your lives next time. Ja, und somit wurde Illidan, wie er Illi wurde. Und alle haben ihn als böse bezeichnet, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte. But to understand Illidan's perspective is essential if we are to succeed in our mission. What would you have done differently? Eine gute Frage. Was hätte ich anders gemacht? So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier diesen Grauschatten finden. Und vor allem, wo er es ist. Grauschatten, da. Kommen wir mal mit drauf. Ja, sind jetzt einige, glaube ich, da. Hier drauf mit drauf haben. Angefangen hat er mal bei 11.000, jetzt sind 28, aber tot ist tot. Wunderbar. Gab Artefakt, Macht und Ruf und überhaupt und sowieso. Wir kehren, würde ich sagen, zurück. Und zwar so, geht schneller. Und dann gehen wir die Quest ab. Wo müssen wir hin? Da. Deswegen gibt's Ruf und Ruf ist immer gut.
sieht das eigentlich aus hier? Wächterinnen? Mhm. Ja, aber wir haben die ersten Informationen über Illidan bekommen. Also ein schmaler Grat zwischen Gut und Böse und wohlmeinende Absichten sind dabei ohne Bedeutung. Illidan verzweifelt daran, dass seine Umwelt so blind für die Bedrohung durch die brennende Legion war. Das Schicksal ist mitunter ein Meister der Ironie. Wir können uns aussuchen, was wir nehmen. Wir nehmen die Brust. No. Die Brust nehmen wir. Dann sind wir bei 806. Sehr schön. Gut. Und damit sind wir anscheinend am Ende dieser Questreihe. Kann sein, dass die jetzt irgendwie woanders weitergeht. Beispielsweise Dalaran. Das ist immer noch was anders. Aber ja, Zeit sagt I, lang genug vorangeschritten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Quest noch weitergeht. Ich werde das mal nachgucken, wann und wie und überhaupt und sowieso. Kann auch sein, dass wir mir mit der Ordensquest erst weitermachen müssen. Aber ja, mal, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!